moin. Moin aus Kiel kann ich gar nicht sagen, weil ich mal wieder in Aukrug bin, beziehungsweise nördlich von Aukrug, auf dem gleichen Parkplatz, wo ich die Aukrug-Tour gemacht habe. Heute starte ich aber zur Aukrug-Erlebnistour. Die ist ein bisschen ja, südlicher Aukrugs und ich glaube südlich, südöstlich. Ich bin hier auf dem Parkplatz Vierzhöher Moor. Das ist eigentlich ein Wanderparkplatz, aber ich gehe ja randwandern. Insofern passt das schon. Ja, jetzt packe ich mein Fahrrad runter und dann geht's los. Es ist heute nur 0 Grad, deswegen ist es sehr kalt. Ich habe jetzt meine Winterjacke wieder an und habe mir einen warmen Tee mitgebracht. Ich wollte jetzt heute nichts kochen, habe mir Brötchen geschmiert, weil es ist so kalt. Ich denke mal, da werde ich mich nirgends hinsetzen und ein bisschen kochen. Aber vielleicht bereue ich es, aber ich habe jetzt nichts mit. Nur warme Sachen. Ja, es ist noch kein Wegweiser hier, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass ich richtig bin. Also fehlt ein Schild. Ich bin aber in einer schönen Kirche, erbaut 1893, Aukrug-Innien. Aukrug hat verschiedene Teile und ich glaube, ich bin in Aukrug-Innien, weiß aber nicht ganz genau. Ich habe einen Wegweiser jetzt gesehen Richtung Kellinghusen und das ist ja mein Ziel. Ja, 50 Kilometer warten auf mich, dann starte ich mal. So, auf den Sattel und los. Gut, also auf dem Weg nach Kellinghusen, 19 Kilometer. Hier geht es zum Ortsteil Bünzen, Aukrug Bünzen und ich fahre jetzt weiter Richtung Kellinghusen, denn ich habe das erste Schild gesehen, da das Bauernhaus. Das ist das erste Schild und dem muss ich jetzt folgen und los. Jetzt fahre ich unter der B430. Nach Aukrug, Bargfeld. So, Kellinghusen sind immer noch 18 Kilometer, hat sich also nicht so viel getan. Aber hier geht's längs. So eine Sache, gerade sagte ich doch, ich gucke immer gerne auf die Karte. Gefilmt. Ja. Also laut Karte muss ich irgendeinen Wanderweg folgen und da. Aber das gibt keine Wegweise hier zu dieser Tour. Da hinten, jeweils in Aukrug, nee. Jetzt ist aber der Golfplatz links von mir, muss aber rechts von mir sein. Da ist aber ein Feld. Nein, ist nicht richtig. Also zurück und nochmal. Ja. Das sind Kilometer, die wehtun, ne? Nachher. Okay, umdrehen. Das war jetzt also nicht so schlimm, aber der Golfplatz ist ja so rechts von mir. 5 Minuten, nein, nicht mal. Komm, jedenfalls, da ist der Golfplatz. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das der als Wanderweg ausgeschildert ist. Aber der Fahrradwegweiser ging jetzt hier längs, also wirklich nur ein Fahrrad mit einem Pfeil. Also ich weiß es nicht, aber ich muss richtig sein. Aber es ist schön. Hat gefroren.
hier muss ich nur mal anhalten. Das ist so schön. Also sieht aus wie eine Steppenlandschaft. Die Heide, aber es ist natürlich keine Heide, es sind so ja, Moore, denke ich mal. Aber es ist echt schön. Und so schön ruhig. Unglaublich schöne Landschaft. Also toll, hätte ich nicht gedacht. Aukrug Erlebnistour. Sehr schön. Ich fahre heute. Ja, ich denke, ich bin jetzt auf einem falschen Weg, weil irgendwie ja, hätte ich vor der Au rechts abbiegen müssen, aber habe ich keinen Weg gesehen. Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen falsch, mache einen kleinen Umweg, aber wenn ich jetzt einen kleinen Wanderweg da rechts runterfahre, dann müsste ich genau wieder auf meine Aukrug-Erlebnistour fahren. Also bis jetzt ist diese Erlebnistour schlecht ausgeschildert. Das Erlebnis ist, Schilder zu suchen. Oh mein Gott. Aber Zeit. Ist nur ein bisschen kalt. Und was habe ich vorhin gesagt? Jeder Kilometer, den man jetzt am Anfang zu viel fährt, tut am Ende genau weh. Der Sonne entgegen. Also insofern alles gut. So, ich glaube, das ist schon die Stör. Ja. Die Au von oben, die fließt. Die Au von oben, von Aukrug, die fließt in die Stör und die Stör fließt dann weiter Richtung Kellinghusen und Itzehoe. Ja, an einigen Abschnitten renaturiert, hier jetzt gerade nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Ja, durch Saalhusen im Kreis Steinburg, da führt der Weg durch. Und hier am Anfang ist gleich ein Bauernhaus oder ein Stall. Stör. Ich habe jetzt so leicht Gegenwind, aber wer die Einsamkeit liebt, der ist hier richtig aufgehoben. Hier ist nichts, also auch kein Ort. Der nächste ist ja Kellinghusen. Aber so schön einsam, also niemand hier. Total schön, also einsam. Ja, muss man
auch mögen. Schleswig-holsteinische Landschaft, Einsamkeit und Gegenwind natürlich. Immer, egal wo man längs fährt. Aber wenn ich nachher wieder zurückfahre, habe ich Gegenwind. Bestimmt. Ihr werdet sehen. Bis Kellinghusen. Dann habe ich meine 30 voll. Ja. Langsam werden die Füße kalt. Ist doch sehr kalt, ne? Aber ist immer auch sehr schön. Die Sonne kommt leider nicht raus, aber man weiß, dass sie da ist. Ich bin schon in Kellinghusen. Und überquere jetzt wieder die Stör, ich glaube zum letzten Mal. Und dann muss ich Kellinghusen durchfahren und dann fahre ich wieder Richtung... Wohnlok steht. Wohnlok steht. Stör. Und dann geht sie weiter. Die ist schon ein bisschen breiter. Ja, Kellinghusen ist also auch auf dem Mönchsweg. Gut, war ich schon mal. Mönchsweg bin ich schon mal gefahren, aber schon ein paar Jahre her. Deswegen kann ich mich auch ein bisschen erinnern. Ich war auch in der Kirche. Muss ich heute aber auch nicht mit Friedenfüß ab. Deswegen, ich fahre weiter, wie du im Loch steht. Ganz in der Ferne sieht man Itzehoe, aber auf der GoPro eher nicht. Ich fahre jetzt also ganz abseits der großen Straßen Richtung Hohenlockstedt. Nächstes Ziel also Hohenlockstedt und ehrlich gesagt, es wird nicht wärmer. Also ich werde mir gleich mal einen Tee genehmigen und Brötchen essen. Wenn ich eine schöne Bank finde, mal gucken. Sehr hübsch. Ja, hier fährt man so durch so Angelteiche durch. Eben haben die auch Forellen gefangen. Also wenn man Fische mag oder fangen will, hier gibt es Angelteiche. Tja. Das ist witzig. Das mag. Ja, bei der Fischereizucht trinke ich jetzt einen Tee. Gerade habe ich gesehen, dass mein Handy mit Relief tot ist. Also kein Relief mehr, bis kurz vor Lock steht. Ja, dann fahre ich einfach so weiter. Die Kamera bei den Temperaturen, der Akku geht auch langsam zur Neige. Ich werde also nicht mehr so viel filmen. Ja, es ist die letzte Tour dieses Jahres, 2019. Also insofern, ich denke mal, ein paar Sachen dürfen noch schief gehen. Nächstes Jahr wird es besser. Kommen wir einen neuen Akku nochmal. Ersatzakku, das klappt besser. Jo. Aber nochmal hinten. So, super schönes Bild. Also. Jetzt sitze ich hier oder stehe mit dem Fahrrad im gleichen Feld. Mit den Sonnenblumen wie in der hier Aukuch-Tour im Sommer bzw. Herbst, Spätherbst, Spätsommer. Jetzt sehen natürlich die Sonnenblumen nicht mehr so schön aus,
aber der Himmel sieht schön aus. Und man kann sich die Sonnenblumen dann dazu denken. Ich zeig mal. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, die Aukrug-Erlebnistour zu fahren. Die Aukrug-Erlebnistour hat laut dieser Karte 51 Kilometer. Leider ist nach Kellinghusen hier unten mein Akku ausgefallen. Also hier ungefähr ist der Akku ausgefallen. Die ganze Tour sollte sein. Hier oben habe ich geparkt auf dem Parkplatz. Dann geht es hier runter, Bünzen, hier rum, Absdorf, Brockstedt, dann Kellinghusen, weiter Hohenlockstedt, Ausfall der Kamera, jetzt weiter hier oben nochmal Mezen und dann wieder zurück zum Parkplatz. Das wurden jetzt 60 Kilometer mit Anfahrt, Abfahrt, Mitverfahren und so weiter. Ja, insofern, das war die Tour.